Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier hier am Start am Summoners Donnerstag und willkommen bei meiner Moon. Wir beschwören heute nicht für sie, nein. Eine Ausnahme. Normalerweise immer, wenn ich auf ihrem Account bin, beschwören wir. Heute vielleicht eine, weil ich habe eine MS bekommen. Sie hat mir ihren Account anvertraut, weil sie gerade keine Zeit hat. Und ich nutze die Gelegenheit und sie weiß nichts davon. Wir machen einen Gig. Ich habe gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Und sie so, oh, was denn? Ich so, gedulde dich. Wenn man jetzt einen Gildenkampf, ja? Sie hat ein paar schicke Monster, ich bin sehr gespannt. Und wir könnten diesen Gildenkampf sogar, können wir gewinnen? Also mit unseren Angriffen können wir den komplett gewinnen? Ich weiß nicht, auf jeden Fall können wir uns gut nach vorne pushen. Wie es aus, oh my god, okay. Die plus 2 sind bis auf den alle komplett, okay. Ich weiß nicht, wie gut die Gilde ist, ja? Und ich muss ein bisschen aufpassen, ja? Das, nicht alle Monster sind hier auf Gewalt und so. Aber sie hat auf jeden Fall schicke Monster. Wir sind Rang 5400. Wieso kriegen wir so eine relativ starke Gilde? Das verstehe ich nicht. Vielleicht können wir auch 3, 3 und 0er machen. Wir schauen einfach mal, ja? Ich weiß nicht, was die für Defenses haben. Okay, den greife ich auf jeden Fall nicht an. Wie sieht's mit dem aus? Den hier auch nicht. Der hier alles mit Orion, bitte nicht, ja. Bitte nicht. Das hier könnten wir machen. Hier, den könnten wir auch machen. Und den hier können wir, okay. Machen wir 2 plus 3 und 1 plus 0, okay. Wir fangen mit Julius an. Gut, dass wir haben gewonnen. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben ein Team, das ich hier total liebe. Das werden wir auch benutzen. Das ist mein absolutes Lieblingsteam. Das ist Galeone. Ja, wir machen heute Taeyo Action. Galeone, Taeyo und dann jegliches andere Monster. Also wir könnten zum Beispiel Charlotte nehmen. Mache ich sehr gerne hier zum Beispiel. Wir könnten das obere mit Charlotte kaputt machen oder das untere. So, unten haben wir einen Bomber. Da können wir eigentlich Varamos mitnehmen. Und zu Varamos könnten wir einen Defense Breaker nehmen und dann könnten wir, wen nehme ich jetzt hier, das ist so die Frage, mit wem kann ich viel Damage machen? Ich wollte die Kami nehmen, aber gestern hat die Kami nicht so gut geklappt. Was haben wir noch für einen Damage Dealer hier? Lucian hat leider nicht wirklich viel Crit Rate und zu wenig Speed, da sind die anderen glaube ich schneller und da sind auch zwei Feuermonster. So, ansonsten haben wir Kami, ich pack die einfach mal schon mal rein. Wir haben auch Tessarion. Tessarion ist so ein bisschen Hybrid. Wir können vielleicht Tessarion nehmen. Aber ich will den hier relativ schnell töten. Brandy hat keine Runen. Raki hat auch keinen. Oh, naja. Ihr fehlt eine Rune. Shit. Wo ist die zweite Rune, Moon? Ich brauche die zweite Rune. Dann hätten wir Raki benutzen können. Aber okay. Klappt das so? Kat hat auch keine Runen. Okay. Müsste eigentlich so klappen, oder? Ich sehe irgendwie keine Möglichkeit, dass die uns wrecken. Wir könnten. Charlotte ist natürlich kein Attacker, Charlotte ist Supporter. Wir benutzen das einfach mal, ja? YOLO, wir töten als erstes Varad, weil dieser Varad wird nerven, weil der freest. Und ich bin so gespannt, wie sie guckt. So, was? Gildenkampf? Hey. Sie hat. Also, ihr Taeyo. Das ist. Der ist plus. Ich glaube, Galeone plus 99 Speed, Taeyo um die plus 100 Speed. Ja, also, ist ein schicker Taeyo. Wenn er crittet. Das war, das ein Crit? 22k, das ging so schnell. Eigentlich macht er viel mehr. Aber weil Varad wahrscheinlich ein Defense-Type ist, ja. Aber egal. So, sollen wir stunnen oder sollen wir, ich versuche mal das hier. Ich liebe Charlotte irgendwie. Ich mochte früher die irgendwie nicht, aber wie so ein Stun. Aber Charlotte finde ich richtig cool. Die hat mir bei ihr richtig gefallen. So, Crush. Bam. Ihr seht, der Taeyo ist ziemlich nice. Also ich mag den mega. Und beide, das ganze Team. Oh, nice. Dann, das ganze Team hier ist so gut. Also Team Nummer 1, immer so easy. Vor allem, weil die so oft drankommen. Aber Team Nummer 2 ist so immer das Problem. Ich habe sie leider nicht gefragt, was sie als zweites nimmt. Ja, diese Shazoom prockt natürlich wieder. Wie immer. Wenn ich will ja dann das Team nehmen, was ich bei meinem zweiten Account nehme. Aber dann habe ich keine Ciara, okay. Gut, dafür haben wir dann Taeyo. Aber dann habe ich beim zweiten keine Theomas. Und sie
versucht gerade einen Theomas zu bekommen. So. What the fuck? Hä? Entfernt der Feuerhag irgendwie Debuffs? Oh my god. Habt ihr es gesehen? Der kam zum Zug und dann war der Debuff von dem. What? 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 Hey, was zum Teufel? Ist der Feuerhag so ein. Ich wusste nicht, was der ist. Ist der so ein Cleanser? Bitte proc nicht, Bella. Danke. Ist der so ein Cleanser? Weil wir können keine Armor Break landen. What the fuck? Jetzt können wir Armor Break landen. So, Kami. Ah! Stun! Ah, sehr gut. What the fuck? Und wie oft der geprockt hat. Also. Feuerhag scheint irgendwie ganz interessant. Das hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Erschreckt. Aber wir haben nochmal gewonnen, ne? Okay, erste Runde. Easy. Und oben ist Hentai Amy. Hat sie verloren? Hat sie verloren? Ah! Nein, es tut mir leid. Oh my god. Aber ich mit Terror, das Spielen macht so viel Spaß. What the fuck? Das sind so Monster, gegen die ich noch nie im Leben gekämpft habe. Ja, die sind nicht bei meinem Hauptaccount in Gildenkämpfen. Und mein zweiter Account, der ist meistens gegen Low Devs. Und wenn dann High Devs kommen, dann sind auch nicht so Monster da, aber. Dieser Feuerhag hat mich echt überrascht. Und das will ich jetzt nochmal sehen. Feuerhag. Entfernt bis zu 2 schädliche Effekte von einem Verbündeten mit dem niedrigsten AP. Oh. Oh. Füllt den Angus bei. Oh, okay. Und weil der immer dann geprockt hat, kam immer wieder die Passive zum. Und dann. Ah, okay. Wusste ich nicht. Keine Ahnung. Also ich habe den noch nie wirklich. Also ich habe noch nie gegen den gekämpft. So. Team Nummer 2. Wie sieht's aus? 2 Niederlagen. Okay. Ich glaube, unten ist das gefährlichere Team. Also, ja, deswegen benutzen wir unten das. Und oben benutzen wir das. Die Sache ist die. Wie zum Teufel töte ich diese Michelle? Mit Dingsbums. Mit ihr. Mit meiner Kami. ja gut, wie sieht's denn aus, wenn ich. Sollen wir lieber Cesarion nehmen? Cesarion? Ist Cesarion die bessere Wahl? Weil wir haben gesehen, die Kami hat nicht so viel gemacht. Lieber so? Aber ich hätte auch vielleicht. Vielleicht können wir auch. Bauen wir Theomas hier. Sie sammelt fleißig Ifrit Pieces. Dann können wir irgendwann. Dingsbums benutzen. Theomas. Wenn wir ihn denn beschwören. So viel, die haben überall Feuermonster. Sonst hätte ich irgendwas mit Charlotte gemacht und so, aber versuchen wir es jetzt einmal. Hoffentlich klappt es. Ach, drückt mir die Daumen. Das zweite Team dürfte eigentlich wieder kein Problem sein. Und dann racken wir diesen Dingsbums zuerst, diesen, wie heißt der? Kuma. So, zack. Und zack, die ist relativ squishy und wir sind auf Gewalt. Deswegen denke ich, dass wir hier wenig Probleme haben, die als erstes zu töten. So, zack. Der macht wenigstens so ein bisschen Damage. Und er ist auf Revenge. Und gegen Varamos ist der auch ziemlich gut. Weil er die Passive blockt. Und weil er dann nicht die Debuffs entfernen kann. So, jetzt töten wir sie nochmal. Bam. Varamos 5000 Crit. Nice. Ja, ich bleib bei Tessarin irgendwie. Dieses Gewaltbild. Ich liebe Gewalt. Gewalt ist so gut für Gildenkämpfe. Ich mag Monster nicht ohne Gewalt für Gegenkämpfe. Mein Baby-Account hat komplett keine Gewalt. Da klappt es auch. Aber dann braucht man auch wirklich 2 Nuker, die consistent sind. Also diese Kami hier, ich mag ihre Kami. Sie ist ein bisschen zu slow, genau wie meine Kami. Und die ist nicht auf Gewalt, das ist das Problem. So, sehr gut. So, wartet. Kuma stellt eigentlich keine Gefahr dar. Die linke Emma ist eigentlich die dir den Defense Buff macht und dann nervt. Deswegen mache ich einfach mal so. Und dann mache ich jetzt das hier. So, und dann mache ich jetzt a Crush. Seht ihr, der kommt sogar zweimal. Oh my god. Terror Action. Holy shit. So, wir haben die 2 plus 3 und jetzt machen wir plus 0er. Mal sehen. Den hier. Wir gucken uns die erstmal an, ja. Wir haben den hier. Wir wollen ja gewinnen. Den hier, wir wollen keine 35er Brennenden angreifen. Oder den hier. Ich glaube, ich nehme diesen Jack. Oder wir nehmen den. Wir können auch den nehmen.
Der Dänen. Gucken wir uns das erstmal an. Ist der gefährlich? Kein Kampflok. Fantastisch. Unten können wir Taeyeon benutzen. Ja. Ja. Und oben. Oder ich benutze unten Cesarion, Kami, Bella. Aber der Vermos kann dazwischen zum Zug kommen und dann ist der Defense Buff, Defense Break weg, weil wir haben hier 143 und wie viel haben wir bei Kami? 100. Ah, das ist zu gering, glaube ich. Warte, schau mal, Taeyeon. Plus 104 Speed. So nice. So nice, aber. Oder. Ich habe gerade gedacht, was? Ich habe schon mal bei ihr geguckt und habe gedacht, wow, du warst so lucky bei den Skill-Ups. Schaut euch das an. Der dritte und zweite Skill sind Max und der erste nicht. Und die sind ja am wichtigsten. So, oben ist eigentlich nicht gefährlich, ja? Na, machen wir oben das und unten so. Easy. Easy. Wir racken heute die Gegenkämpfe. Nice. Danke, Moon, dass du mir deinen Account ausgeliehen hast. Ich bin so gespannt, was sie sagen wird. So. Töten wir als erstes den. Ich weiß, Wasser, aber egal. Wir sehen. Wir procken. Das wusste ich vorher. Die Gegner procken auch, aber keinerlei Problem für uns. Sehr gut. Und ohne Defense Break macht Massaker gar nicht. 700. Nice, ja. Sehr nice. Ein Heal. Wir haben Shazoom gar nicht benutzt. Eigentlich wollte ich irgendwo Shazoom benutzen, aber na, egal. Shazoom benutzen wir dann irgendwann demnächst. Weil sie hat Shazoom neu. Ich habe ja Shazoom für sie beschworen. Das ist jetzt Automodus. Und dann hätten wir Attack Buff. Vielleicht wäre Kami mit Attack Buff besser. Also Defense Break, Attack Buff. Da müssten wir aber. Nee, es passt nicht. Wir bauen Defense Break. Also zum Beispiel Bella. Oder. Da müssten wir Tessarion, Kami, Shazoom nehmen, ha? Hm, ich weiß nicht. So, wir töten erstmal Chidi. Dann. Ich mach mal Crush bei Bella. Ja. Und dann wollte ich freezen. Dann versuche ich mal zu stunnen. Stun. Sehr gut, Perna gestunnt. Weil die Perna hat 2 Leben. Ich mache das hier. Widerstand. Shit. Ich wollte erstmal die Bella töten. Aber wir kommen vorher dran. So, das machen wir mit dem ersten Skill. So, wir heben uns den zweiten Skill auf. Sleep. Kein Sleep. Meine arme Charlotte. Und dann töte ich jetzt Vermos mit dem hier. Sehr gut. Kein Attack Buff, 20k. So nice, ne? Bam. So. Und das Problem ist, Galeon ist ja auch leider nicht auf Gewalt. Das heißt, wir brauchen ein bisschen, bis die Skills wieder da sind. Das war, glaube ich, gerade kein Crit. Jetzt haben wir wieder Time to Loot. Und jetzt Crush. Get crushed, Perna. Get wrecked. Nice. 3 Wins. Bin stolz auf Moons Monster. Sehr schick, hä? Oh, so knapp. 0,4%. Boah. Ich glaube, es war das Beste, was wir hätten machen können. Weil die Zweier waren alle schon so rot. Wir hätten vielleicht den angreifen können, aber der ist mir zu scary. Wir haben noch 28, ja, also auf jeden Fall ist das ein Win für uns. So, wir haben jetzt zum Schluss. Oh, was ist hier? Neues Update. Wartet. Um 12.45 Uhr. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe Angst, dass das Video irgendwie abbricht. So, wir können noch 5 Wünsche machen. Die habe ich mir extra für das Video aufgehoben. 5 Wünsche. Mal sehen, ich hatte gestern. Mana, Energie, 10 Kristalle. Wow. Vielleicht eine MS? Eine MS? Ah, Energie. Ah. Und davor dich. Energie, Arena, Mana. Nice. Was erwartet man anders von den Wünschen, ne? Und auf meinem Baby-Account hatte ich 100 Kristalle. Und ich dachte mir so, kann ich die nicht auf meinem Haupt-Account haben? So, bisher Mana, Energie. Mal sehen, was noch so kommt. Hier hatte ich gestern einen Regenbogenmon und es war ein Max Forster Regenbogenmon. Also das ist hier schon mal was Gutes. 100 Kristalle? Oh, das sind 100 Kristalle. Nein, es sind 10 Kristalle. Ich sollte mal die Augen aufmachen jetzt. Ey, 10 Kristalle sind besser als gar nichts. So, noch zweimal. Die 100 Kristalle da oben sind scary. Sie sind kurz vor den Arena Wings. Ah, wir sind wieder zu weit. Shit, vielleicht jetzt eine MS? MS? Nein! Das ist immer so. Der normalerweise stoppt er da, wenn er Mana wäre. Und wenn er an einem S ist, dann geht er noch ein Feld weiter. Okay, letzter Wunsch. War es dreimal Energie, einmal Mana, 10 Kristalle und
bitte 100. Yes, baby. Wow, okay, das war gut. Das war sehr gut. Sagen wir jetzt... Hey, sie spart auf und spart auf den Ifrit. Und wir haben gerade 2 MS. Eine MS. Wir machen eine, ja, nur eine. Net 5 Star. Komm schon, sie wird sich sehr freuen. Komm, Thos, ein Net 5 Star. Ah, okay, mehr mache ich nicht. Ja, dann sind für sie. Das ist eine MS, die ich selbst bekommen habe hier. Deswegen wollte ich die öffnen. Den Rest lasse ich für sie. Schaut euch ihren Tejo an. So nice. Ich liebe den. Natürlich auf Tempo und nicht auf Gewalt, aber plus 104. Wow. So gut. Ihr habt gesehen, wie nice dieser Tejo sein kann. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal ein anderer Gegenkampf aus einer anderen Perspektive. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn ihr diesem Video ein Like gibt, ja, dann bekommt ihr 3x Tejo. Was ihr damit machen wollt, ich weiß es auch nicht. Aber ihr könnt so Double Tejo in der Arena, vielleicht 3 verschiedene Tejos entgegenkämpfen. Wenn einer stirbt, habt ihr noch einen anderen. Nice, oder? Also 3x Tejo. Ihr könnt vielleicht auch einen Tejo verschenken. Das ist möglich. Das ist so ein bestimmter, spezieller Tejo, den ihr an eure Freunde oder an eure Freundin verschenken könnt oder verkaufen könnt gegen Kekse. Cool, oder? Ein Like für 3 Tejos. Ich denke, das ist ein gutes Angebot. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.